Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz in dieser Woche. Begrüßen wir den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Herrn Wolfgang Ischinger, und den Direktor Research und Policy der Sicherheitskonferenz, Herrn Dr. Tobias Bunde. Sie stellen uns vor den Munich Security Report 2022, aber das ist dann traditionell auch der Ausblick auf die Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche. Und damit es nicht untergeht, darf ich schon jetzt sagen, wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr wieder da sind. Sie waren es in vielen Jahren. Das ist eine Tradition geworden, das zum Auftakt zu machen. Und da ich irgendwie ein Gefühl habe, dass Sie in dieser Funktion wahrscheinlich das letzte Mal da sind, sage ich an der Stelle vielen Dank für diese Tradition. Aber jetzt geht es zunächst um die Zukunft und den Report und die Konferenz. Herr Ischinger, bitte. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Detjen. In der Tat sieht das so aus, als wäre das mein letzter Auftritt in dieser Form hier. Ich sage danach hinterher noch ein Wort dazu. Das ist jetzt im Augenblick noch nicht der Moment der Wehmut eingetroffen. Vielen Dank, dass wir, Herr Dr. Bunde und ich, hier wieder bei Ihnen als Gäste sein können. Ich würde gerne zwei Sätze voranstellen. Ich habe mich in den letzten Jahren manchmal nicht darüber gefreut, dass die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik oft ein eher stiefmütterliches Dasein in der deutschen Politik spielen musste oder gespielt hat. Jetzt bin ich total erfreut, dass wir seit gestern, wenn man also sagt, die Woche fängt am Sonntag an, dann ist das zum ersten Mal seit langem eine Woche der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Also ich finde es bemerkenswert, wenn auch nicht sehr überraschend, dass sogar der wiedergewählte Bundespräsident es richtig fand, und ich kann das ja wirklich nur begrüßen in seiner gestrigen Rede, wichtige, schwierige, sorgenvolle außenpolitische Themen zur Sprache brachte. Also Beginn der außen- und sicherheitspolitischen Woche, und die wird mit der Münchner Sicherheitskonferenz ihren Abschluss nehmen, die, wie Sie alle wissen, formal am Freitagmittag beginnt, dann Sonntagmittag endet, aber die informell bereits einen Tag, ja eigentlich fast schon, kann man sagen, schon ab Mittwochabend vorausgehende Einzelveranstaltungen beginnt. Es ist nicht selbstverständlich gewesen, dass wir den Beschluss fassen konnten, in diesem Jahr, anders als im vergangenen Jahr, mehr als nur eine hybride Veranstaltung durchzuführen. Wir hatten im vergangenen Jahr, wenn Sie sich erinnern wollen, eine virtuelle Veranstaltung in München im Bayerischen Hof durchgeführt mit Joe Biden und Frau Merkel und Emmanuel Macron und anderen auf dem Bildschirm. Aber wir hatten die Ambition, wir wurden auch von vielen, vielen Stimmen aus dem In- und Ausland darin bestärkt, doch den Versuch zu machen, wieder eine physische Begegnung zu ermöglichen. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja nicht eine formale Veranstaltung der Vereinten Nationen. Da werden auch keine Beschlüsse gefasst. Aber es ist ein Marktplatz, eine informelle Informationsbörse für viele Entscheidungsträger, nicht nur aus dem euroatlantischen Bereich, sondern aus der ganzen Welt. Und die Nachfrage nach physischer Begegnungsmöglichkeit war außerordentlich groß. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und dazu kommt natürlich die augenblickliche, dramatisch ernste Lage in Osteuropa, sprich Ukraine. Deswegen war es, glaube ich, richtig und notwendig, diese Konferenz durchzuführen. Ich will ausdrücklich, bevor ich noch ein paar Details kurz vortrage und bevor wir dann über den Munich Security Report im Einzelnen sprechen, ich will voranschicken meinen
wirklich intensiven und aufrichtig gemeinten Dank an das gesamte Team der Münchner Sicherheitskonferenz. Denn viele von Ihnen werden sich nicht vorstellen können, wie viel komplizierter, komplexer und herausfordernder diese Veranstaltung zu organisieren in diesem Jahr war. Nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wir testen PCR-mäßig jeden Tag und haben ein umfassendes, viele, viele Dutzend Seiten umfassendes Hygienekonzept dafür entwickelt. Diese Hygienevorkehrungen alleine kosten die Münchner Sicherheitskonferenz in Millionenhöhe. Das Geld muss auch erstmal irgendwo qua Sponsor irgendwo aufgetrieben werden. Also die Rahmenbedingungen für diese Konferenz waren, wie Sie sich vorstellen können, denkbar ungünstig. Die staatlichen Genehmigungsinstanzen zwingen uns, und dafür habe ich jedes Verständnis, die Veranstaltung natürlich auf einem zahlenmäßig massiv reduzierten Niveau zu halten. Ich habe die letzten Tage und Wochen im Wesentlichen damit verbracht, jammernde, heulende, klagende, langjährige Teilnehmer am Telefon zu trösten, dass es eben leider nicht geht in diesem Jahr, weil wir um mehr als die Hälfte reduzieren mussten. Wir haben deswegen die Veranstaltung, und das ist mir ein wichtiger Begriff, reduziert auf den Kern einer Arbeitskonferenz. Also großes Staatsdinner, Galadinner in der Residenz mit vielen hundert Teilnehmern, abgesagt, zu Recht vom Ministerpräsidenten. Es ist eine Arbeitskonferenz mit Arbeitsmeetings und sonst nichts. Trotzdem, trotz dieser zahlenmäßigen Beschränkungen, erwarten wir an die 100 Minister, im Wesentlichen Außen- und Verteidigungsminister. Wir erwarten etwa 3 Dutzend, wie wir sagen, Heads of State and Government, also Staats- und Regierungschefs auf Deutsch. Und wir erwarten, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Trademark der Münchner Sicherheitskonferenz, wir erwarten die Spitzen der wesentlichen internationalen Organisationen, die für Außen- und Sicherheitspolitik relevant sind. Wir erwarten Antonio Guterres, den UNO-Generalsekretär. Wir erwarten natürlich Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Wir erwarten sowohl Ursula von der Leyen wie auch Charles Michel, also den Ratspräsidenten der Europäischen Union und die Kommissionspräsidentin. Natürlich auch die Spitzen der OSZE. Wir haben ja inzwischen eine Deutsche, Helga Schmid, als Generalsekretärin der OSZE und viele andere. Thematisch wird gar nicht anders möglich sein, werden die krisenhaften Entwicklungen, ja nicht nur die Ukraine, es wird manchmal vergessen, wir haben ja auch noch das JCPOA, also das Iran-Thema, wir haben den Umgang, den richtigen oder falschen Umgang mit China, wir haben krisenhafte Entwicklungen in Nordafrika, Stichwort Sahel, das Mali-Thema und vieles andere. Wir werden den Freitag im Wesentlichen dem Thema globale Herausforderungen widmen. Wir werden am Samstag die Kernthemen der euroatlantischen Ordnung, NATO, Ukraine, Russland und so weiter in den Vordergrund stellen, aber einschließlich auch der Nahost-Thematik. Und wir werden den Sonntag, das ist eine inzwischen gute, junge Tradition, dem Thema der Zukunft der Europäischen Union, also europäischen Fragen, widmen. Dazu kommen viele, viele Seitenevents zu zahlreichen Themen, die wir neuerdings eben auch als Teil der Sicherheitspolitik definieren. Innovation, moderne Hochtechnologie, Artificial Intelligence, Pandemiebekämpfung, also internationale Gesundheitspolitik, WHO, Energieaußenpolitik, Klimaaußenpolitik und vieles andere. Über das Hygienekonzept habe ich schon einen Satz gesagt. Ich will noch hinzufügen, dass wir uns sehr bemüht haben, bei der Genderfrage Fortschritte zu machen. In den letzten Jahren war die Frauenquote bei der Münchner Sicherheitskonferenz
meistens noch unter 20%. Ich bin ziemlich sicher, dass wir bei den Rednern und Rednerinnen im Hauptprogramm in diesem Jahr auf 40% oder drüber kommen. Also auch da habe ich Positives zu berichten. Bedauerlich ist es, will ich ausdrücklich hier vermerken, dass nach dem allerletzten Stand die russische Regierung darauf verzichtet, einen offiziellen Vertreter zu entsenden. Ich bleibe da mit meinem Team am Ball. Wir werden in den kommenden Tagen weiter alles versuchen. Es reist ja nun morgen der Bundeskanzler höchstpersönlich auch nach Moskau. Wir werden weiter alles versuchen, um doch noch einen autorisierten russischen Sprecher nach München zu bekommen. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen. Wir werden aber natürlich einige namhafte russische Wirtschaftsführer und andere Leute aus der NGO-Community in München dabei haben. So, jetzt kommen wir zum, wenn Sie einverstanden sind, hinterher ist ja auch noch Zeit für Fragen, jetzt kommen wir zu dem Thema, dem eigentlichen Thema, nämlich der Munich Security Report. Sie erinnern sich daran, es ist uns in den letzten Jahren regelmäßig gelungen, mit dem Thema unseres Munich Security Reports die internationale Debatte zu animieren. Solche Begriffe wie Westlessness haben Eingang gefunden in die internationale außenpolitische Diskussion. Und ich glaube, wir haben uns lange überlegt, was wir als Begriff, als roten Faden nehmen können, um den aktuellen Zustand in den westlichen Demokratien hier in Europa, aber auch darüber hinaus angemessen zu beschreiben. Und es gibt das Gefühl, das weit verbreitet ist, auch hier in Deutschland, einer wachsenden Unfähigkeit, die Dinge selbst zu gestalten, einer wachsenden gewissen Hilflosigkeit, internationale Dinge dahin zu bringen, wo sie hingehen sollen. Denken Sie nur mal an die klimapolitischen Ziele, das ist ein Beispiel. Denken Sie aber auch an diese außen- und sicherheitspolitischen. Was ist denn mit der Friedensordnung in Europa, die wir seit Jahrzehnten versuchen voranzutreiben? Ein Gefühl kollektiver Hilflosigkeit hat sich bei uns und bei vielen Partnern breit gemacht. Wir wollen auf dieses Gefühl kollektiver Helplessness, wie man das so englisch sagt, hinweisen und zum Ausdruck bringen, dass es ganz wichtig ist, dass die internationale Community, dass die Europäische Union sich sozusagen am Riemen reißt und versucht, dieses Gefühl der Gestaltungsunfähigkeit, der Hilflosigkeit zu überwinden, ihm zu begegnen. Dem dient unser diesjähriger Munich Security Report, und Dr. Bunde wird jetzt gleich das im Einzelnen versuchen, ihn zu erläutern. Hier ist er, und wir haben draußen auch Kopien, und Sie können sich das ab heute auch runterladen. Ab wann? Ab jetzt quasi. Ist also auf der Website der Münchner Sicherheitskonferenz abrufbar. Das ist ein ziemlich happiges Werk von über 170 Seiten. Sie müssen die nicht alle lesen, aber die wesentlichen Teile empfehle ich sehr zur Lektüre. Das ist sehr tiefgreifend analysiert und wichtig für die Zukunft unserer Demokratien und die Zukunft der europäischen und internationalen Ordnung. Herr Dr. Bunde. So, jetzt haben Sie das Mikrofon, bitte. Okay, ganz herzlichen Dank. Wie in jedem Jahr versuchen wir mit unserem Munich Security Report gleich mehrere Ziele zu erreichen. Zuallererst wollen wir unseren Gästen in München und der interessierten Öffentlichkeit einen Überblick über wichtige sicherheitspolitische Herausforderungen geben, die in München diskutiert werden. Dafür schauen wir wie jedes Jahr auf verschiedene Krisenregionen und spezifische weltpolitische Herausforderungen. In diesem Jahr analysieren die Autorinnen und Autoren in den Regionalkapiteln die sicherheitspolitische Lage in Afghanistan, der Sahelzone, am Horn von Afrika und im arabischen Golf sowie in Osteuropa. Und die thematischen Kapitel in diesem Jahr befassen sich mit der sicherheitspolitischen Bedeutung von Ungleichheit,
und den Lieferketten kritischer Technologie am Beispiel der Halbleiterindustrie. Wie immer stellen wir zu diesen Themen eine ganze Reihe an anschaulichen Karten, Statistiken, Grafiken zusammen. Und das gesamte Team steht Ihnen hier sehr gerne auch für Detailfragen zur Verfügung. Und zum anderen, Wolfgang Ischinger hat es eben schon erwähnt, wollen wir mit dem Bericht selber ein wenig zur Debatte beitragen, zum Marktplatz der Ideen in München. Durch eine Interpretation des Zeitgeists, durch eine Wortschöpfung oder eine kleine Provokation, um die Diskussion in München ein wenig zu befeuern. Nachdem wir im vergangenen Jahr mit Metaphern aus der Chemie gearbeitet haben, stammt die Inspiration in diesem Jahr aus der Psychologie. Denn der Kernbegriff unseres Berichts, Unlearning Helplessness, Hilflosigkeit verlernen, nimmt Bezug auf ein Konzept, das seit den 1960er Jahren in der Depressionsforschung eine wichtige Rolle spielt und dessen Entstehung ich im Einleitungskapitel auch etwas genauer skizziere. Kurz zusammengefasst beschreibt der Begriff der erlernten Hilflosigkeit das Phänomen, dass Menschen angesichts von Schicksalsschlägen, Krisen oder Enttäuschungen gewissermaßen gelernt haben, dass sie, egal was sie auch tun, keinen Einfluss auf ihre Umgebung nehmen können. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit führt dann dazu, dass sie selbst dann nicht in der Lage sind zu handeln, wenn sie objektiv dazu in der Lage wären. Sie geben gewissermaßen auf und fügen sich in ihr Schicksal. Nun handelt es sich bei der erlernten Hilflosigkeit um ein Konzept, das üblicherweise auf Individuen Anwendung findet. Es spricht allerdings auch einiges dafür, dass es auf Kollektive, gar ganze Gesellschaften anwendbar ist. Wir glauben, Wolfgang Ischinger hat das eben schon angedeutet, dass die Zunahme an Krisen in Verbindung mit dem gefühlten Kontrollverlust zu einer kollektiven Hilflosigkeit führen kann. Wir haben zum einen die scheinbar endlose Corona-Pandemie, die die Welt seit nunmehr 2 Jahren in Atem hält. Und es ist klar, dass sie nicht endet, wenn sie nicht überall endet. Die vielen Fluten, Hitzewellen und Dürren des vergangenen Jahres zeigen, dass die Auswirkungen des Klimawandels längst zu spüren sind. Und gleichzeitig, das ist das Interessante, glauben viele Menschen schon nicht mehr daran, dass die internationale Gemeinschaft den Klimawandel wirksam eindämmen kann. Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft, Krisenregionen nachhaltig stabilisieren zu können, sind enttäuscht worden. Ganz prominent in diesem Jahr in Afghanistan, aber auch die Debatten zu den Einsätzen in Mali zeigen, wie sehr der Glaube daran gelitten hat, dass externe Akteure überhaupt irgendwo einen Unterschied machen können. Und während in den letzten Jahren eine Rüstungskontrollvereinbarung nach der anderen erodierte, gibt es wenig Ansätze, dem zunehmenden Großmachtwettbewerb etwas entgegenzusetzen. Und schlimmer noch, die unverhohlene Drohung mit militärischer Gewalt wird mitten in Europa wieder als Instrument der Politik genutzt. Und all jene, die der Meinung sind, es gäbe keine militärischen Lösungen, stehen dieser Politik ziemlich hilflos gegenüber. Gleichzeitig fühlen sich immer mehr Menschen, Kräften gewissermaßen ausgeliefert, die die Politik scheinbar nicht kontrollieren kann. Von der wirtschaftlichen Globalisierung mit ihren Abhängigkeiten bis hin zur Zunahme von Desinformation in den sozialen Netzwerken, die die Grundlagen einer funktionierenden Öffentlichkeit unterminieren. An vielen Orten der Welt steht die liberale Demokratie noch vor nicht allzu langer Zeit gewissermaßen als endgültige Siegerin des Systemwettbewerbs verstanden, unter Druck in den USA, aber auch in vielen Ländern Europas. Und all diese Herausforderungen stehen nicht nur für sich, sondern scheinen sich alle gegenseitig zu verstärken und werden so zu einer stetig wachsenden Flut an Krisen und Konflikten, die außer Kontrolle zu geraten scheinen. Wem mag man es verdenken, so unsere Frage, sich angesichts dieser Krisen überfordert zu fühlen? Zahlen aus dem Munich Security Index 2022, der zweiten Ausgabe unseres jährlichen Risikoindexes, den wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit KEX 10C entwickelt haben, belegen zum einen, dass das ohnehin hohe Level der Risikoperzeption in den befragten Gesellschaften der G7 und der BRICS-Staaten im Allgemeinen gestiegen ist, ganz besonders deutlich übrigens in Deutschland. Im Angesichts
aktueller und sich bereits abzeichnender Bedrohung ist zum anderen aber auch vielerorts genau das beschriebene Gefühl von Hilflosigkeit und Kontrollverlust zu erkennen. So gaben in allen befragten G7- und BRICS-Ländern Mehrheiten an, sich im Angesichts globaler Ereignisse hilflos zu fühlen. In den untersuchten Demokratien stimmen durchschnittlich 57% der Befragten der Aussage zu. Nur 12% fühlen sich nicht hilflos. Und die Antworten der Befragten auf die Frage, ob ihre Länder Kontrolle über globale Ereignisse haben, fallen ähnlich negativ aus. Mehrheiten oder zumindest relative Mehrheiten in allen 12 Ländern glauben, dass dies nicht der Fall ist. Die Gefahr besteht nun vor allem darin, dass dieses weit verbreitete Gefühl kollektiver Hilflosigkeit zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Gesellschaften, die von einer Welle von Krisen überrollt werden, könnten am Ende nur noch hinnehmen, was ihnen widerfährt, obwohl, und das ist ja das Spannende an dem Begriff, sie über die Mittel und Ressourcen verfügen, etwas gegen diese Krisen zu unternehmen. Und das einfach nur, weil sie den Glauben daran verloren haben, etwas verändern zu können. Und deswegen hängt die Frage auf die Antwort, ob wir den Herausforderungen gewachsen sind, in hohem Maße auch von unserer Selbstwahrnehmung ab. Glauben wir, dass wir hilflos sind, oder schaffen wir es, Zuversicht zurückzugewinnen? Gestern hat es die Bundestagspräsidentin in ihrer Rede schon gesagt, lassen wir uns nicht einreden, dass wir keine Lösung finden können. Einer der Schöpfer des Begriffs der erlernten Hilflosigkeit, Martin Seligman, empfiehlt daher erlernten Optimismus gewissermaßen als Therapie. Und genau das ist es, was wir uns in München erhoffen. Es liegt vor allem an den politischen Entscheidungsträgern, zu zeigen, dass wir gemeinsam diese erlernte Hilflosigkeit auch wieder verlernen können, dass es Pläne gibt, dass Lösungen möglich sind. Und genau darüber wollen wir dann am Ende der Woche in München diskutieren. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen, Herr Dr. Bunde. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. 3 habe ich jetzt schon notiert. Herr Grimm, Herr Mühle, Herr Nils. Herr Grimm fängt an und dann kommen noch alle anderen Fragen dran. So. Herr Ischinger, wenn Sie die Münchner... Wo ist er? Da, ja. Christian Grimm von der Augsburger. Ja. Wenn Sie die Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr Ende der Woche eröffnen, werden wir dann in Osteuropa Krieg haben? Also man muss als Diplomat natürlich immer im Prinzip optimistisch sein. Und als langjähriger Diplomat bin ich ein Optimist und ich glaube, ich hoffe, dass ich da nicht naiv bin, ich glaube, dass ein Krieg abwendbar ist, dass es möglich ist, ihn zu verhindern. Ganz sicher bin ich mir aber genauso wenig sicherlich wie die Akteure, die Entscheidungsträger sind, egal ob sie an die Bundesregierung oder unsere Partner denken. Ich hoffe, ich wiederhole es nochmal, ich hoffe, dass wir am Wochenende in München nicht nur über Russland, sondern auch mit Russland sprechen können. Und Ihre Frage gibt mir einen Grund, nochmal auf Folgendes hinzuweisen. Es sind Äußerungen, vielleicht haben Sie die gesehen, in Moskau gefallen, na ja, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja sozusagen zu einem antirussischen oder jedenfalls nur transatlantischen Forum degeneriert. Ja, und da lohnt es sich ja sozusagen nicht für uns hinzufahren. Ich will mal auf Folgendes ausdrücklich hinweisen. Im letzten Februar hatten wir diese virtuelle Veranstaltung mit Joe Biden etc. pp. Natürlich dem Ereignis neuer Präsident und so weiter gewidmet, nach dieser fürchterlichen Trump-Ära. Dann hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums ein paar wenige Stunden oder Tage danach kritisch angemerkt, wieso da Russland nicht auch auf der Bühne war. Daraufhin haben wir sofort den Außenminister Lavrov angeschrieben und haben ihn ausdrücklich eingeladen, dass wir für ihn ebenfalls eine genauso organisierte virtuelle Veranstaltung machen würden,
Das Gleiche habe ich gegenüber dem chinesischen Außenminister Wang gemacht. Der hat positiv reagiert. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen diese virtuelle Veranstaltung verfolgt, die ich dann, ich glaube, im Mai mit Außenminister Wang machen konnte. Sergej Lavrov hat die Einladung nicht angenommen. Er hat sie aber immerhin an seinen Freund, wie heißt er mit Vornamen, Kosachev, ein wichtiges Mitglied des Föderationsrats, also ein Parlamentarier der Russischen Föderation, weitergegeben. Und ich habe tatsächlich dann mit Herrn Kosachev ebenfalls eine lange virtuelle Diskussion geführt. Also ich lasse den Vorwurf nicht an uns hängen, sondern widerspreche ihm auf das Nachdrücklichste. Wir wollten Russland nicht dabei haben oder Russland ignorieren. Im Gegenteil, seit ich die Münchner Sicherheitskonferenz übernommen habe, das war ja ein Jahr nach dem Putin-Auftritt 2007, seither lade ich jedes Jahr, können Sie die Uhr danach stellen, Präsident Putin, Präsident Medvedev, den jeweiligen Ministerpräsidenten, Medvedev war ja mal Präsident, dann wieder Ministerpräsident, und selbstverständlich auch den Außenminister und andere Minister je nach Bedarf und Notwendigkeit. Es ist also überhaupt nicht richtig, dass wir irgendein Interesse hätten, die russische regierungsamtliche Stimme in München nicht prominent auf der Bühne zu haben. Ich bin auch in diesem Augenblick weiterhin daran interessiert, einen russischen Sprecher in München zu haben und mit ihm gemeinsam mit dem Fachpublikum, das da sitzen wird, mit, wie gesagt, an die 100 Minister, über die aktuelle Lage zu diskutieren. Ich hoffe, dass sich daran noch mal was ändert, an dieser aktuellen Lage. Vielen Dank. Gut, gehen die Fragen, die ich jetzt aufgerufen habe, schließen Sie da an, sonst würde ich nämlich von außen noch mal Fragen reinnehmen. Herr Grimm, wie ist das bei Ihnen? Naja, also ich denke, eine Frage, die hier im Raum steht und auf die Sie vielleicht als Sicherheitsexperte eine Antwort haben könnten, ist, was könnte man denn Präsident Putin anbieten? Er hat ja sehr hohe Forderungen gestellt, die für den Westen eigentlich nicht erfüllbar sind. Er sitzt also weit oben auf dem Baum. Welche Optionen hat man denn und welche Alternativen, eine gesichtswahrende Lösung zu finden? Ich danke für Ihre Frage. Also wenn wir darüber jetzt im Detail reden wollten, was ich wahnsinnig gerne tun würde, dann brauchen wir die nächsten mehreren Stunden dafür. Aber ich will mich auf einen Satz beschränken mit Ihrer Erlaubnis. Gestern ist in der Welt am Sonntag oder schon vorgestern in der Welt am Sonntag ein kleines Interview mit mir erschienen. Ich habe in dem Interview versucht, darauf hinzuweisen, dass ein Teil der russischen Forderungen ja darin besteht, dass die Ukraine, und das formuliere ich jetzt extra ganz pointiert, dass die Ukraine so behandelt werden sollte, als ob sie ein NATO-Mitgliedland wäre. Das hat zwar Putin nicht so gesagt, aber ich sage es Ihnen jetzt mal so. Er sagt nämlich, da sollten keine westlichen Truppen stationiert sein und da sollten auch keine Nuklearwaffen oder andere Raketen stationiert sein. In der NATO-Russland-Grundakte von 1997 steht hinsichtlich neuer NATO-Mitglieder ausdrücklich drin, dass in diesen weder wesentliche Truppen noch nukleare Systeme disloziert werden dürfen. Ich fände es jetzt also nicht sonderlich schwierig, der russischen Seite zu signalisieren, dass wir natürlich die Ukraine oder dass auch die USA natürlich nicht die Ukraine anders behandeln möchte als die Länder im Osten Europas, die NATO-Mitglieder sind. Dass wir, wenn wir schon gegenüber Polen und den baltischen Staaten und Rumänien und so weiter auf solche Dislozierungen verzichten, dann ist es doch ein leichtes zu sagen, das gilt selbstverständlich auch für ein Nicht-NATO-Land wie die Ukraine. Nur müssten dann natürlich, und das ist ja auch selbstredend, müsste die russische Seite ihrerseits entsprechende Verpflichtungen bereit sein zu übernehmen. Denken Sie mal an solche Themen wie Kaliningrad und so weiter. Das ist ein weites Feld.
Herr Nils. Dann Herr Möhle. Moment. So. Genau dazu, Herr Ischlinger. Aber ein bisschen vergossene Milch, wenn ich darf. Vor 15 Jahren war ja diese Putin-Rede. Welche Spätfolgen hat eigentlich die Tatsache, dass sich weder die Medien, also auch ein bisschen Nestbeschmutzung, noch die Politik sonderlich mit dieser ja aufsehenerregenden Rede auseinandergesetzt haben? Es gibt ja sogar Leute, die sagen, dann wäre vielleicht die Krim-Annexion nicht passiert. Das geht wahrscheinlich zu weit. Aber es ist ja wohl so, dass das nachwirkt, dass man sich 2007 und 2008, als Medvedev hier in Berlin diese Sicherheitsagentur vorstellte, buchstäblich nicht darum gekümmert hat, um es nett und auch diplomatisch auszudrücken. Welche Spätfolgen hat das? Die gleiche Frage, ich schiebe das mit ran, kommt auch von Hans Monat vom Tagesspiegel. Schreibt auch gerade, hat sich erledigt, ob der Westen richtig reagiert hat, angemessen reagiert hat auf die Rede 2007. Ich habe in dem Interview mit der Welt am Sonntag, glaube ich, auch diesen Punkt angesprochen. Deutschland und Frankreich haben im Frühjahr 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest sich gegen Formulierungen gewandt, die von den USA, das war damals die George W. Bush-Administration, vorgeschlagen worden waren, die der Ukraine und Georgien einen sogenannten Membership Action Plan verschafft hätten, also die Eintrittskarte sozusagen in einen NATO-Mitgliedschaftsprozess. Deutschland und Frankreich waren zu Recht, wie ich meine, der Auffassung, damit würden wir eine rote Linie überschreiten, wenn wir jetzt anfangen, NATO-Mitgliedschaften zu erörtern für Teile der früheren Sowjetunion. Man kann lange streiten, was da richtig und falsch war. Ich bin der Meinung, es war richtig, sich dagegen zu stellen. Leider hat die Erörterung in Bukarest dann für Deutschland und Frankreich nur einen Teilerfolg produziert. Stehend blieb der Satz, Ukraine und Georgien werden Mitglieder des Bündnisses werden, ohne Datum. Das wurde von uns damals als eine Tatsache konstatiert, die, da das kein Datum war, würde das doch auch nicht gefährlich wirken. Wir müssen leider im Rückblick sagen, in Russland ist das anders verstanden worden, nämlich als Ankündigung, die man ernst nehmen müsste. Und was dann passierte, ist ja bekannt. Ein halbes Jahr später gab es den sogenannten kleinen Krieg in Georgien mit der Abtrennung von Abchasien und Südossetien. Und Russland hat die Gelegenheit 2014 dann ergriffen, ähnliche Vorgänge in der Ukraine zu produzieren, um zu verhindern, dass diese Länder von sich behaupten können, dass sie in sich einig sind, in ihrem Begehren, in die NATO aufgenommen zu werden. Ich habe übrigens im Deutschlandfunk, Herr Detjen, heute Morgen die Frau Dagdelin von der Linksfraktion vernommen. Die hat dort baren Unsinn von sich gegeben. Sie hat nämlich behauptet, es sei 2008 ja ein Veto eingelegt worden und es sei gesagt worden, Georgien und die Ukraine dürften nicht ins Bündnis werden. Also sie kennt offenbar die Beschlüsse von damals und die Zusammenhänge überhaupt nicht. Und ich bedauere es zutiefst, dass in der deutschen Diskussion dieses sozusagen nicht auf Fakten basierte Geraune über damalige Vorgänge, egal ob sie 15 Jahre oder 20 Jahre zurückliegen, weiter anhält, weil es nur zu Verwirrung in unseren Köpfen führt. Wir kommen von dem damaligen Satz, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder des Bündnisses werden, von dem kommen wir nicht runter, weil wir uns zu dem Prinzip freier Bündniswahl auch in vielen anderen wichtigen Dokumenten ja verpflichtet haben. Aber wie ich vorhin schon versucht habe zu sagen, es ist sicher nicht unmöglich,
ohne das Prinzip der freien Bündniswahl in Frage zu stellen, deutlich zu machen, dass sich seit 2004 an den Entscheidungen des Nordatlantischen Bündnisses zur Osterweiterung nichts geändert hat und dass auch der Beschluss von 2008, den ich gerade zitiert habe, zu keiner weiteren Entwicklung in Sachen Ukraine oder Georgien geführt hat. Dass wir also seit 15 Jahren einen Stillstand haben, den diplomatisch sich gegenseitig noch mal zu erklären und auf dieser Basis den Versuch zu unternehmen, gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen, halte ich persönlich nicht für ausgeschlossen, wenn beide Seiten bereit sind, miteinander zu arbeiten. Ich halte das für nicht unmöglich. Es müssen allerdings beide Seiten wollen. Zusatz, ja. Kleine Zusatzfrage, Frau Dabenden. Herr Ischinger hat heute, ich habe das auch gehört, noch was anderes, fast etwas Pittoreskes gesagt. Es kann zwar jedes souveräne Land eine Anmeldung auf den Weg bringen, aber nicht jedes Bündnis, nicht jeder Verein. Und sie hat da wörtlich den Taubenzüchterverein wahrscheinlich ihrem Heimatort Duisburg genannt, muss jedes Mitglied, das sich anmeldet, aufnehmen. Also im Ernst gefragt, ist das so? Also jetzt muss ja nicht gleich der Vergleich zum Taubenzüchterverein hergestellt werden. Aber man kann ja auch als Bundespressekonferenz Mitglieder ablehnen und bundesweit Tausende von Vereinigungen können das auch tun. Sehen Sie da eine Parallele oder sagen Sie, das ist auch Unsinn? Nein, es ist natürlich so. Selbstverständlich sollte Georgien die Möglichkeit nicht genommen werden, sich als Mitglieder der EU, der NATO oder von irgendjemandem zu bewerben. Aber selbstverständlich ist es eine Entscheidung der NATO, ob man dieses Mitglied einladen möchte, ja oder nein. Und wie gesagt, 2008 wurde dieser Grundsatz beschlossen, der in Moskau so interpretiert wird, wie er seither interpretiert wird, der aber keinen konkreten Schritt bedeutete. Und bis heute gibt es, so nach meiner Kenntnis, im Nordatlantischen Bündnis keinerlei Konsens. Und das könnte ja nur im Konsens entschieden werden, eines dieser beiden Länder oder gar beide ins Bündnis aufzunehmen. Selbstverständlich ist das Bündnis frei. Und ich darf, weil ich damals ja nun aktiv an diesen Verhandlungen teilgenommen habe, will ich Ihnen noch Folgendes sagen. Wir haben damals, als es um die NATO-Erweiterung als Problem ging, haben wir gesagt, da müssen drei Fragen positiv beantwortet werden. Die erste Frage lautet, sind wir alle Mitglieder des Nordatlantischen Bündnisses der Meinung, dass dieses Land X ins Bündnis rein sollte? Erste Frage. Zweite Frage, sind wir der Überzeugung, dass das Land X wie ein Mann, also dass das Land X in sich einig ist, die Mitgliedschaft im Bündnis zu beantragen? Oder könnte das spaltend wirken? Frage 2. Dritte Frage, sind wir davon überzeugt, und das ist die entscheidende Frage, die wir damals gestellt und beantwortet haben, sind wir der Überzeugung, dass die Mitgliedschaft dieses betreffenden Landes im Nordatlantischen Bündnis die euroatlantische Sicherheit stärken würde? Die euroatlantische Sicherheit stärken würde. Wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden, haben wir gesagt, dann können wir unseren Außenministern, unseren Chefs empfehlen, sich dem Thema zuzuwenden. Wenn nicht, dann eben nicht. Solche oder ähnliche Kriterien waren damals bei diesen NATO-Erweiterungsrunden Richtung Osten für uns leitend. Und seit 2004, wie gesagt, ist da nichts weiter passiert. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Nicht mehr viel. Wir haben noch 20 Minuten. Naja, gut. Ich schiebe da mal Fragen rein von außen und sage denen, die von außen Fragen gestellt haben, an der Stelle, ich glaube, einige Fragen sind jetzt schon beantwortet worden. Schieben Sie gegebenenfalls noch mal angepasst nach, wenn Sie die haben. Und ich nehme jetzt mal, weil Sie gerade einiges gesagt haben, was da im Augenblick geschehen könnte, wie man Russland Angebot machen könnte, Fragen nach, die sich darauf beziehen. Herr Lücking von ND fragt, gibt es russische Vertreter, die Sie namentlich gern zur Teilnahme an dieser Sicherheitskonferenz einladen würden?
Und Herr Küstner fragt, was könnte denn, auch vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, ein Forum wie die Sicherheitskonferenz im Augenblick leisten, um einen Beitrag zur Entspannung zu leisten? Oder, wie Herr Alissa fragt, eine letzte Chance sein, um einen Krieg zu stoppen? Also ich fange mal, wenn ich darf, mit der Schlussfrage an. Wir werden, wie ich vorhin schon sagte, in München führende Vertreter des Nordatlantischen Bündnisses haben. Es kommt die amerikanische Vizepräsidentin. Ich habe vorhin keinen Namen genannt, aber das ist, glaube ich, auch schon presseöffentlich bekannt. Es kommt die amerikanische Vizepräsidentin, es kommt der NATO-Generalsekretär, es kommen wichtige Vertreter nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen anderen NATO-Mitgliedstaaten. Der NATO-Generalsekretär, auch das haben wir bereits öffentlich gemacht, wird der diesjährige Preisträger sein des sogenannten Ewald Kleist Award. Und die Laudatio auf ihn wird keine geringere als die Kommissionspräsidentin halten. Uns leuchtete die Idee ein, in München die organische Verbindung zwischen NATO und der EU, die ja in den letzten Jahren an Tempo gewonnen hat, sozusagen auch auf der Bühne zu zeigen, dass diese beiden Organisationen nicht gegeneinander, sondern verschränkt miteinander arbeiten. Und ich denke, auf dieser Basis wäre es für mich ein Wunsch, eine Hoffnung, dass ich aus den zahlreichen bilateralen Gesprächen, die da am Freitag, zunächst mal am Donnerstag und Freitag treffen sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Verteidigungsminister in Brüssel. Viele von denen kommen dann nach München, wie gesagt, der NATO-Generalsekretär auch. Und es wäre für mich vorstellbar, dass aus den Reden und Ansprachen und Paneldiskussionen dann auch Messages entwickelt werden, die deeskalierend oder einladend wirken können auf diejenigen, auf einen Rettungsring warten, um auf Gespräche einzugehen. Was den anderen Teil der Frage angeht, Russen. Also, ich habe hier vor mir eine Reihe von, wissen Sie, das Problem ist zum Teil auch, dass wir russische Vertreter eingeladen haben, die leider wegen der nicht vorhandenen richtigen Impfung nicht rein können. Das ist ein Teil des Problems der Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Wir dürfen nur Leute reinlassen, und die werden jeden Tag, wie gesagt, PCR-mäßig getestet, die mit in Deutschland zugelassenen Impfstoffen geimpft sind. Ausnahmen gibt es da ganz, ganz selten. Das ist eine Entscheidung, die nicht ich zu treffen habe, sondern die Bundesregierung gemeinsam mit den bayerischen Autoritäten. Deswegen haben eine ganze Reihe von Russen abgesagt, weil sie diese Impfung nicht haben. Also zum Beispiel hat letzter Stand der frühere Außenminister, der ja auch eine bedeutende Rolle gespielt hat, Igor Ivanov, ja, langjähriger Außenminister der Russischen Föderation und Chef des sozusagen russischen Pendants zum Council on Foreign Relations, der hat uns jetzt mitgeteilt, er möchte gerne teilnehmen, aber eben dann lieber nur digital. Wir haben ja ein digitales Konferenzteilnahme-Management bereitgestellt, was übrigens auch sehr viel Geld gekostet hat. Also der wird halt nur digital kommen. Herr Kosatschew Konstantin, den ich vorhin erwähnt habe, Deputy Speaker of the Federation Council, hat abgesagt, auch wegen der Impfschwierigkeiten, vielleicht auch aus politischen Gründen, das kann ich nicht im Einzelnen sagen. Wir haben einige wenige zugesagt habende russische Vertreter. Ich kann nur noch mal wiederholen, ich würde mich freuen, wenn solche Persönlichkeiten wie Sergej Lavrov, Dmitri Medvedev, der frühere Präsident, wie gesagt, ich habe ja auch versucht, dem Präsidenten Putin anzubieten, zumindest per Video in München zu sprechen. Das ist leider abgelehnt worden. Wir sind auch immer noch hinter dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Energieminister Novak. Der hat aber auch zumindest noch nicht zugesagt. Vielleicht hat er auch inzwischen abgesagt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sich an dieser Kampflage noch etwas ändern würde. Denn die Chance, dass wir in München tatsächlich sinnvolle Gespräche über das Thema
arrangieren könnten, die ist natürlich wesentlich größer, wenn ein sprechfähiger, autorisierter russischer Regierungsvertreter anwesend wäre. So viel dazu. Herr Möhle, dann Herr Safelberg. Holger Möhle, Bonner-Generalanzeiger, Herr Ischinger. Ja. Rechts. Sie sehen mich hier. Wo? Rechts, hinten. Hier. Ja, ich sehe Sie. Achso, alles klar, okay. Ja. Ich wollte auch noch mal zu Sergej Lavrov nachfragen. Der ist ja Stammgast in München. Sie kennen ihn ja schon seit Jahren. Und Sie kennen vor allen Dingen die Kommunikation zwischen der MSC und dem russischen Außenministerium. Ist Ihr Eindruck, dass Lavrov bisher nicht zugesagt hat und wahrscheinlich nicht kommt, weil wir am Samstag eine andere Situation haben und er viel lieber in Moskau ist oder sein muss als in München? Ich wollte dann noch fragen, welche Chancen Sie für den Besuch von Olaf Scholz morgen in Moskau sehen und ob Herr Scholz das Wort Nord Stream in Moskau endlich aussprechen muss. Danke sehr. Ich müsste jetzt ja wirklich spekulieren, und ich will nicht spekulieren über die möglichen Intentionen der russischen Führung und die Hintergründe oder tieferen Gründe für die Absage. Ich vermag Stand heute nicht zu glauben, dass die Entscheidungen über Nichtteilnahme in München sozusagen darin begründet sind, dass man in Moskau davon ausgeht, dass am Wochenende Krieg herrscht. Um es mal, das ist ja Ihre Frage. Das glaube ich nicht, bis zum Beweis des Gegenteils. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich versuche, mich in Sergej Lavrov, den ich, wie gesagt, seit 25 Jahren persönlich kenne und seine fachlichen Qualitäten auch überaus schätze, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der weiß, dass ein Auftritt seinerseits in München, um es mal etwas salopp auszudrücken, vermutlich nicht vergnügungssteuerpflichtig wäre. Da sitzen dann 15 amerikanische Senatoren, um von den deutschen Abgeordneten gar nicht zu reden, und viele Minister, die den natürlich dann versuchen würden zu grillen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht gerade das Wochenende ist, was er sich unter diesen Gegebenheiten vorstellt. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, wir müssen ja transparent hier miteinander reden. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass man in Moskau sagt, dass man bestimmte Äußerungen von uns, von mir, von meinem Nachfolger oder von anderen mit Missbilligung oder so ähnlich war die Formulierung zur Kenntnis nimmt. Ja, dazu muss ich sagen, die Münchner Sicherheitskonferenz definiert sich als eine unabhängige Instanz. Ich bin weder verpflichtet, der Bundesregierung nach dem Munde zu reden, noch der russischen Regierung. Der russischen Regierung schon überhaupt nicht. Und ich bilde mir ein, dass ich in den letzten 4 Jahren ziemlich bösartig, oder nicht bösartig, aber ziemlich viel negative Dinge über die amerikanische Regierung gesagt habe. Und ich gebe gelegentlich in der Tat auch kritische Kommentare ab zu außenpolitischen Überlegungen in der Bundesregierung. Das ist mein Recht als deutscher Bürger. Ich bin pensionierter Beamter und habe das Recht, das zu sagen, was ich denke, mache ich auch. Und daran müssen sich auch die russischen Gäste gewöhnen. Ich habe auch mit dem chinesischen Außenminister in der virtuellen Diskussion solche Themen angesprochen wie Menschenrechtsverletzungen in bestimmten chinesischen Provinzen und die Hongkong-Frage und so weiter. Also wir müssen ja schon Tacheles reden können und wir müssen die Sorgen und Nöte und Vorwürfe, die wir gegenseitig haben, ja auch ansprechen. Deswegen sage ich ja auch, und ich verweise nochmal auf mein Welt am Sonntag-Interview, der Westen hat ja auch gute Gründe, über eigene gemachte Fehler nachzudenken. Warum man also 2007 nicht ernster genommen hat, was damals von Wladimir Putin vorgetragen wurde. Warum man 2008 diesen Vorstoß der amerikanischen Regierung nicht noch viel vehementer zurückgewiesen hat. Nämlich das Überschreiten aus russischer Sicht einer roten Linie. Das ist ja der Ausgangspunkt
unserer ganzen Diskussion gewesen. Also ich bin der Meinung, wenn man eine Lage herbeiführt, das ist auch meine Erfahrung als selbst als Unterhändler in meinen früheren Rollen, wenn man eine Lage herbeiführen kann, wo eine Partei sagt, ich gebe zu, da haben wir leider einen Bock geschossen, da haben wir leider mal einen Fehler gemacht, das erhöht die Chance, dass die andere Seite sagt, ehrlich gesagt, wenn Sie das sagen, dann muss ich sagen, wir haben auch mal einen Fehler gemacht. Und wenn Sie diese Lage herbeiführen können, dann ist das ist verhandlungstechnisch die halbe Miete. Ja, dann wird plötzlich alles viel leichter, als wenn alle immer nur sagen, wir haben noch nie einen Fehler gemacht. Alles, was wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren, war richtig. Dann sind Sie im Grunde nicht mehr sprechfähig. Ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir doch gegenseitig auf gemachte Fehler hinweisen. Russland hat schwerste Fehler gemacht 2014 mit der mit niemandem verhandelten, nicht den Vereinten Nationen vorgetragenen, mit niemandem ausgehandelten, insbesondere nicht mit Kiew ausgehandelten Annexion der Krim, deswegen tatsächlich illegale Annexion der Krim. Und wissen Sie, wenn ich mir jetzt anhöre, dass die Russische Föderation sagt, wir müssten alles auf den Stand von 1997 zurückdrehen, heißt das, dass denn die Krim wieder an die Ukraine geht? Oder heißt das nur, dass der Westen alles zurückdrehen muss auf 1997, aber Russland nichts machen muss? Das sind ernste Fragen, über die zu reden sich ja lohnen würde, wenn man in München in ein vernünftiges Gespräch eintreten könnte. In München oder später hoffentlich in direkten Verhandlungen. Also ich will mich jetzt hier nicht in Rage reden. Scholz in Moskau hatte ich noch gefragt. Bitte? Die Chancen des Scholz-Besuches in Moskau und ob er Nord Stream 2 aussprechen muss. Dann schließe ich da auch noch an verschiedene Fragen. Frau Nerbollier von Letton aus der Schweiz. Auch Herr Wehrmann fragt nach Nord Stream 2, auch nach einer Beurteilung der bisherigen Kommunikationsstrategie des Kanzlers. Also, ich halte den Bundeskanzlerbesuch, der da morgen in Moskau stattfindet, für außerordentlich wichtig, weil er nach dieser Choreografie, von der wir jetzt ausgehen müssen, möglicherweise eine hohe Bedeutung hat. Wie gesagt, ich halte fest an der Hoffnung, dass vielleicht im Gefolge dieses Besuchs des deutschen Bundeskanzlers die russische Seite sich doch entschließt, auf dem Verhandlungsweg, auf dem Gesprächsweg noch weiterzugehen. Vielleicht doch jemanden, wenn der deutsche Kanzler nach Moskau kommt, vielleicht doch jemanden nach Deutschland zu entsenden. Das ist ja nur zwei Tage später, der Event in München. Und ich denke, aus meiner Sicht war das Thema Nord Stream viel wichtiger für den Umgang mit dem amerikanischen Partner, weil der amerikanische Präsident, der ja ein ganz überzeugter Transatlantiker ist, natürlich wegen dieser Nord Stream-Problematik erheblichem innenpolitischen Druck ausgesetzt ist. Das wissen wir ja alle. Und das Goodwill-Kapital, so will ich es mal formulieren, das dieser Präsident uns gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, seit seinem Amtsantritt, das ist natürlich innenpolitisch in den USA nicht unerschöpflich. Und wir haben doch ein massives Interesse daran, dass dieser Präsident in den Augen des amerikanischen Publikums nicht als schwach und unfähig, sondern als entscheidungsfähig, als kraftvoll und als wiederwählbar erscheint. Das Schlimmste für unsere eigene sicherheits- und außenpolitische Interessenlage wäre doch die Wiederkehr von Trump oder eines Trump-Epigonen. Und deswegen glaube ich, ist die Überlegung ganz wichtig für die Zukunft, wie wir sicherstellen können, dass diese Nord Stream-Problematik, egal wie das jetzt mit Russland in den nächsten Tagen oder Wochen weitergeht, dass die nicht zu einer dauerhaften transatlantischen Hypothek wird. Ja, das ist, denke ich, der zentrale Punkt. So, dann ich wollte, bevor wir aufhören, noch ein... Wir haben auch noch ein paar Fragen. Wenn es geht, können wir ein bisschen überziehen. Wir haben dann nur, müssen dann umbauen für die nächste Pressekonferenz. Herr Safelberg und Herr Feld hatten sich gemeldet.
Botschafter Ischinger, schön, dass Sie wieder hier in Berlin sind. Observer für Telegraaf aus Amsterdam. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie es als einen relativen Alleingang sehen, dass die Deutsche im Unterschied zu vielen anderen Verbündeten, auch in der NATO, sich partout weigern, Waffen zu schicken in die Ukraine. Und ob es schlecht ist, diese Möglichkeit, sag mal so, kategorisch auszuschließen, wenn der Bundeskanzler nach Moskau geht. Auch auf Ihre Veranstaltung in München geht es oft um den Schlüsselbegriff Deterrence, und also Abschreckung. Ist es ein Fehler, das nicht mit im Gepäck zu nehmen, um sozusagen die Ukraine vor einem möglichen Krieg zu bewahren? Das ist meine Frage an Sie. Dann habe ich auch noch eine Frage an den Kollegen Dr. Bunde. Nämlich, Sie hatten gesprochen auch in Ihren Ausführungen über die Ungleichheit weltweit und die Probleme bei den Lieferketten, die auch zu Kriegen und Krisen führen würden. Wie sehen Sie das bei der Ukraine? Welche Ungleichgewichte gibt es dort genau und die Probleme mit den Lieferketten, dass es so interessant wäre für Russland, um da etwas zu machen? Okay, ich versuche mal, Ihre Frage kurz zu beantworten, den ersten Teil Ihrer Frage. Wir sollten die Waffenlieferungsfrage jetzt tiefer hängen. Aus meiner Sicht war und ist natürlich Deterrence ein wichtiges Element bei dem Versuch, Kriegsverhütung durchzusetzen. Wenn aber das Szenario, das wir jetzt hören, richtig ist, nämlich dass es hier um die Frage geht, ob in den nächsten Stunden oder Tagen möglicherweise militärische Aktivitäten ausbrechen, dann sind Überlegungen hier in der Bundesregierung nicht mehr sonderlich relevant, ob wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten das eine oder andere liefern oder nicht liefern, wird die Abschreckungswirkung bis der bisher bestehenden Defensivkraft der Ukraine nicht wesentlich verändern. Also ich rate dazu, das Thema jetzt tiefer zu hängen. Nur prinzipiell halte ich es für falsch, wenn diejenigen, die Waffenlieferungen in die Ukraine für falsch halten, und ich habe diese Haltung zu respektieren, ist ja die Haltung der Bundesregierung. Aber wenn die darauf verweisen, dass auch die Vorgängerregierung, also die Kanzlerin Merkel, ja auf Waffenlieferungen 2014, 2015 verzichtet habe, dann ist dieser Hinweis falsch. Warum ist er falsch? Weil es damals um einen heißen Krieg ging. Da war der Vormarsch der, nennen wir sie jetzt mal, Separatisten, unterstützt von Russland mit Ausrüstung und Soldaten. Da war der Vormarsch und den galt es zu stoppen. Das ist durch die Verhandlungen auch gelungen. Wenn man in dieser Lage Waffen geliefert hätte, hätte das tatsächlich, das war die Sorge der Kanzlerin Merkel damals, hätte das tatsächlich zu einem Aufschaukeln führen können. Und deswegen war es im Nachhinein aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht richtig, dass sie das nicht gemacht hat. Ich habe damals, gebe ich auch zu, persönlich eine etwas andere Meinung vertreten, aber im Nachhinein muss ich sagen, hat sie das richtig entschieden. Heute ist die Lage aber eine völlig andere, also in den vergangenen Wochen und Monaten. In den vergangenen Wochen und Monaten ging es nicht um das Herunterfahren, um das Befrieden eines aktuellen heißen Kriegs, obwohl natürlich in Donbass immer wieder geschossen wird und es immer wieder leider Opfer gibt, inzwischen über 14.000, sondern es ging um die Frage der Abschreckung der Russischen Föderation vor einem Einmarsch oder Übergriff in die Ukraine. Jetzt geht es um Abschreckung. Und das ist ein völlig anderes Thema und dafür gelten etwas andere Regeln. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es vertretbar ist und richtig war, dass eine ganze Reihe von Bündnispartnern tatsächlich versucht haben, auch durch Lieferung von Waffen und anderem militärischem Gerät die Defensivkraft der Ukraine in der aktuellen Lage zu stärken. Stopp, jetzt bist du dran.
Ja, mit Blick auf die Zeit mache ich es ganz kurz. Also beim Thema Ungleichheit würde ich Sie gerne an meine Kollegin Dr. Sophie Eisentraut verweisen, die hier auch im Publikum sitzt. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Was die Frage nach den Abhängigkeiten und den Lieferketten angeht, ist es so, dass wir, der Kollege Randolph Carr, der das Kapitel zum Thema geschrieben hat, sich vor allem mit den Abhängigkeiten im Bereich der Halbleiter auseinandersetzt. Aber natürlich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, der jetzt auch in dieser Debatte über mögliche Sanktionen von westlicher und von russischer Seite eine Rolle spielen. Denn die Ukraine und Russland spielen auch im Bereich wichtiger Metalle eine Rolle im Flugzeugbau etc. Also es werden Dinge sein, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen müssen, weil natürlich alle beteiligten Akteure in diesem Bereich versuchen werden, die jeweiligen Abhängigkeiten des anderen auszunutzen. So, dann haben wir Herrn Feld. Moment. Ja, in den letzten Tagen ist ja in den USA einiges an nachrichtendienstlichen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit geraten. Was passiert da nicht per Zufall? A, wie bewerten Sie das? Und B, liegt da auch ein Risiko drin, weil es möglicherweise das Klima noch ein bisschen anheizt? Also erstens mal will ich mal, das hören Sie aus meinem Mund relativ selten, ein großes Lob aussprechen. Ich kann mich an kaum einen Vorgang erinnern, in dem die Kommunikation innerhalb der Nordatlantischen Allianz, die Kommunikation zwischen uns Europäern und dem amerikanischen Partner in einer schwierigen, krisenhaften, aktuellen Frage so intensiv und gut war und nützlich war, wie in diesen letzten Monaten. Es gibt ja Leute, die das gezählt haben, wie viele Hunderte von Telefonaten und Begegnungen zwischen amerikanischen Außenminister, Verteidigungsminister, nationaler Sicherheitsberater und so weiter stattgefunden haben. Das zeigt in dieser Intensität, dass eines eben richtig ist, dass die USA sich wieder als europäische Macht deutlich präsentieren. Das war ja, das stand ja zur Debatte, ja, ob Pivot to Asia, ob wir hier allein gelassen werden, so wie das in den letzten Jahren vielfach angeklungen ist. Also we are back, sagte Joe Biden. America is back. Ja, America is back, auch in Europa als Führungsmacht des Nordatlantischen Bündnisses, auch mit mehr militärischem Gerät und mit mehr Personal in Europa präsent. Und wir erleben jetzt, wie wichtig das ist, weil wir selbst die nötigen Kräfte ja gar nicht aufbringen könnten. Konkret zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass es eine sinnvolle Strategie sein kann. Ob sie dann aufgeht, wird man sehen. Alles, was man so aufschnappt über nachrichtendienstliche Möglichkeiten zu veröffentlichen, das ist ungewöhnlich, aber das kann zur Abschreckung und kann den gedachten Gegner dazu veranlassen, seine Pläne noch einmal zu überdenken, weil er möglicherweise auf erhoffte Überraschungseffekte dann verzichten muss. Insoweit leuchtet mir dieser Versuch ein. Wir werden abzuwarten haben, ob der Versuch Erfolg hat. Ja, so will ich es mal formulieren. Gut, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Der Kollege hinten hat sich früh gemeldet. Es können leider nicht mehr alle dran. Wir müssen zum Ende kommen dann. Ja, bitte. Und ich schließe gleich noch an eine Frage, die man wahrscheinlich schnell beantworten kann, von Frau Tanasilchuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur. Können Sie die Teilnahme von Präsident Zelensky bestätigen? Ja. Und wann wird das Programm verfügbar sein? Also Zelensky ist ja. Zelensky kommt, genau. Ja. Technisch Programm, wann ist das abrufbar? Können Sie das sagen? Das Programm, wann können wir, wann? Donnerstag. Donnerstag, ab Donnerstag. Programm online. Aber einzelne Fragen nach einzelnen Teilnehmern können gerne an Frau Pachmeier gerichtet werden. Ja, Zelensky interessiert sicherlich viel. Aber Zelensky kann ich hiermit bestätigen, genauso wie die amerikanische Vizepräsidentin und so weiter. Bitte. Herr Ischinger, das zweite Kriterium, das Sie eben für die NATO-Mitgliedschaft nannten, nämlich die Einheit der Nation, trifft das denn Ihrer Meinung nach auf die Ukraine zu, wenn ich mir die Russlandversteher anhöre, zum Beispiel Herr Schröder, der sagt, naja, der Donbass ist Russia-minded.
Und es gehe offenbar auch nur um diese Bezirke in der Ukraine. Das könnte ja auch darauf hindeuten, dass Joe Biden da gesagt hat, einen kleinen Einmarsch und so, da machen wir vielleicht nicht viel. Also wie sehen Sie diese Einheitsfrage in der Ukraine? Und nun kurz einen persönlichen Anschluss. Es ist Ihre letzte Sicherheitskonferenz und jetzt geht die mit dem Terminus Helplessness einher. Ja. Persönlich ein bisschen traurig, oder? Ja, nicht, jedenfalls kein Freudentaumel. In der Tat, ich hätte mir ein anderes internationales Umfeld gewünscht, ein optimistischeres als dieses. Aber so ist es nun mal. Also zu Ihrem Punkt, sagen Sie noch mal Ihren Fragen. Die Einheit der Ukraine in Bezug auf die NATO. Schauen Sie, wenn Sie, es gibt ja präzise Meinungsumfragen. Wenn Sie vier, fünf, sechs, sieben Jahre zurückgehen, dann stellen Sie fest, dass die Begeisterung in der Ukraine für eine künftige NATO-Mitgliedschaft ganz niedrig war, bei 20% oder so. Heute ist sie in dem, nenne ich jetzt das mal, Hauptteil der Ukraine, sehr groß, wahrscheinlich bei 2/3 oder so. Aber sie ist natürlich im Donbass, wo die Leute nur russische Propaganda zu hören bekommen, ganz anders. Und das ist genau das Problem. Deswegen müssten wir heute sagen, wenn wir ehrlich sind, sind heute in der Ukraine nicht alle der Meinung, dass die NATO-Mitgliedschaft von der ganzen Nation gewünscht wird. Es ist ein Spaltelement. Und ich füge hinzu, das ist ein von der russischen Seite natürlich gewünschtes und angestrebtes Spaltungselement, weil man in Russland genau wusste, dass wir damals dieses Kriterium auch zugrunde legten. Das ist ja ein Stabilitätsinteresse. Wir wollen ja nicht, das gilt für die EU ja genauso, wir wollen doch nicht durch solche Mitgliedschaftsüberlegungen Spaltpilze in Gesellschaften hineintreiben. Es musste klar sein, nicht wahr, was war Nordmazedonien auch wie ein Mann für die Mitgliedschaft? Das war auch nicht immer so ganz klar. Aber das ist eine wichtige Frage, damit das Bündnis sich nicht in innenpolitische Schwierigkeiten begibt in einzelnen Ländern. Ja, damit sind wir am Ende der Fragen. Diejenigen, die nicht beantwortet wurden, deren Fragen nicht beantwortet wurden, die bitte ich um Verständnis. Herr Ischinger wollte noch etwas sagen und dann kommen wir zum Ende der Pressekonferenz. Weil das mein letzter Auftritt dieser Form ist, im nächsten Jahr wird das, wenn das wieder stattfindet, dann mein Nachfolger, den Sie alle kennen, Christoph Heusgen, vorzunehmen haben, der ab Sonntag die Konferenzleitung übernimmt. Ich beschränke mich dann auf die Fortführung meines schon bestehenden Amts als Chef des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich wollte hier nur Folgendes noch sagen. Mein Dank an die Sponsoren, die Firmen, die Stiftungen, die Partner der Münchner Sicherheitskonferenz ist grenzenlos. Ich habe angefangen mit einem Jahresbudget, das ausschließlich aus einer Zuwendung der Bundesregierung bestand. Wir waren damals abhängig vom Bund. Heute ist das Jahresbudget der Münchner Sicherheitskonferenz oberhalb von 10 Millionen und kein einziger Beiträger, kein einziger Sponsor trägt dazu weniger als 10% bei, sodass wir behaupten können, dass diese Veranstaltung unabhängig ist, unabhängig von der eigenen Regierung, unabhängig von anderen Regierungen und unabhängig von irgendwelchen Großaktionären oder Großsponsoren. Das ist mir ganz wichtig. Aber die Akquisition von Sponsoren und Partnern ist ein unersetzlicher Teil der Arbeit. Und nun muss ich Ihnen sagen, habe ich am Freitag vergangener Woche von einer wichtigen Publikation, in diesem Fall vom Spiegel, Dutzende und Aberdutzende von Fragen bekommen, die sich befassen mit den Sponsoren und Partnerschaftsbeziehungen der Münchner Sicherheitskonferenz oder gar meinen eigenen Rollen in diesem oder jenem Beirat und so weiter. Ich will dazu sagen, ich habe mir große Mühe gegeben, über diese ganzen 14 Jahre hinweg sicherzustellen, dass hier keine Vermischung der Aufgabe der Münchner Sicherheitskonferenz etwa mit persönlicher Bereicherung oder so einhergeht. Ich habe in den ganzen 14 Jahren darauf verzichtet, mir selber ein angemessenes Gehalt zahlen zu lassen. Ich kriege nur eine Aufwandsentschädigung. Ich habe die von mir gegründete gemeinnützige GmbH vor ein paar Jahren in diese Stiftung eingebracht, die jetzt besteht,
habe damit erhebliches Kapital, was ich aus, selber aus meinem Sparkonto damals aufnehme, habe ich in diese Stiftung reingebracht. Ich bin also der Stifter dieser jetzt gegründeten Stiftung, bei der die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und verschiedene andere zugestiftet haben. Mir ist das also ganz, ganz wichtig, dass wir alles, was wir tun konnten, getan haben und auch ich persönlich getan habe, um nicht das eine mit dem anderen zu vermischen. Aber wir brauchen natürlich die Unterstützung vieler Partner. Ich sehe mich also jetzt Dutzenden und Aberdutzenden von Fragen ausgesetzt, die ich, deswegen muss ich jetzt auch schnell das Büro zurück, weil das, da ist mir auch eine Frist gesetzt worden. Ich behalte mir ausdrücklich vor, diese Dutzenden von Fragen, einschließlich der von mir und anderen zu gebenden Antworten, zu veröffentlichen, wenn ich dafür einen Grund sehe. Ich bin für totale Transparenz und nicht für scheibchenweises Vorgehen. Also ich hoffe, dass das kein weiteres Thema sein wird. Aber für den Fall, dass es ein Thema sein sollte, gehen Sie mal davon aus, dass wir alles, was wir dazu zu sagen haben, auf die Website stellen werden, falls es dafür einen Grund geben wird. Das wollte ich noch mal sagen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Begleitung der Münchner Sicherheitskonferenz über diese ganzen langen Jahre. Ich bin jetzt im Abschluss nicht glücklich über die internationale Lage, aber ich bin total glücklich über dieses fabelhafte Team, was mich diese ganzen langen Jahre gestützt, getragen und mit interessanten, innovativen Vorschlägen ausgestattet hat. Ohne das Team, großartiges Team in München und Berlin, wären wir nicht da, wo wir jetzt seit ein paar Jahren sind. Anschließend Frau Eisentraut, Frau Bachmeier und andere aus dem Team, die hier sitzen. Vielen Dank nochmal, Herr Detjen. Herr Eschinger, wir danken Ihnen, danke. Wünschen Ihnen alles Gute für die nächste Woche und sehen uns vielleicht in anderer Konstellation wieder. Danke Ihnen. Vielen Dank.